So, guten Morgen, willkommen zurück zu Wolfenhain. Ja, und ich habe gerade meinen Saft umgetreten. Mein Saft wählt er toll. Toller Anfang, ey. Es interessiert uns auch total, dass du deine Safttüte hier umtrittst. Total! Schön, dass du es uns erzählst. Mach ich immer wieder gerne, ja. Wir laden natürlich ganz oben. Wir haben zum Glück alles überspeichert. Und, ja, was soll ich machen? Ich wollte nochmal zurückgehen. Zurückgehen durch den Wald, weil es so voll krass fett spannend ist. Ja, können wir die Truhe inzwischen aufknacken? Nein! Nein, geht da gar nicht erst hin. Ich will nämlich kurz was nachprüfen. Oh, wir können sie aufknacken. Da speichere ich erstmal, damit ich die 5 Meter Weg nicht nochmal laufen muss. Ja, voll scheiße. Was kriegen wir jetzt? Nichts! Ein starken Heiltrank, ein Hartholzschild, 2 Lähmschleim. Was ist denn ein Lähmschleim? Gibt's hier nicht in der Ordnungsfunktion? Ich liebe das in Spielen, Ordnungsfunktion. Man klickt drauf und dann findet man noch weniger als vorher. Verlangsamt einen Gegner. Müsste er nicht im Prinzip lähmen? Ich werde langsamer, mache aber mehr Schutz. Ich werde langsamer, mache aber mehr Schutz. Ich Deutsch, ne? 70, 57. Ach, krieg ich nicht der mal. Ja. Ein Schutz aus hartem Holz. Ja, Holz ist ja auch so unglaublich hart, wenn Stahl schwer da draufschlagen. Und da ist eine Alraune. 3 gleich! Alle guten Dinge sind 3! So, das Eichhörnchen nehmen wir auch noch mit. Was auch immer ich mit denen noch anfangen soll. Hey, nimm doch am Eichhörnchen-Weitwurf-Wettbewerb. Was? Der Text. Was wollt ihr sagen? Ja, doch der schon wieder. Wenn du deinen Mund mit einem Gürtel umschlingen willst, brauchst du schon eine Wäscheleine. Und? Was ist daran jetzt ungewöhnlich? Komm her, du scheiß Eichhörnchen. Oh. Ah, nimm auch gleich noch mit, ne? Hier, ne? Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Der Wampe wäre ein prima Talgbergwerk. Talg, was war das wieder? Fliegenpilz. Ich könnte mal Tränke brauen, ne? Och nö, ich sammle lieber die ganzen Vorräte, das ist viel lustiger. Hab ich die richtigen Waffen? Ich hab die richtigen Waffen? Das Netz kaputt. Was stimmt hier nicht? Das ist eine Falle! Du wirst sterben! Ja, das ist nichts Neues. Wo war ich jetzt? Ah ja, genau, bei den Eichhörnchen. Für meinen Eichhörnchen-Weitwurf-Wettbewerb oder so. Total witzig, weil es total überhaupt nicht zu spät kommt. So, nein! Wo denkst du hin? Es ist immer pünktlich, was du sagst. Da fällt mir ein, ich muss nachher noch ein bisschen was rendern. Nein, nicht weder die Zeit noch. Warte mal. Die könnte ich auch morgen erst rendern. Aber da rendern bei mir irgendwie 13 Stunden überdauert. Pro Video. Mach das nicht. Na ja, gut, es sind genau genommen 3 Stücke. Und ich krieg Stufe 9. Wahrscheinlich laufe ich den Weg jetzt eh komplett umsonst. Hä? Ja, das klappt! Achso, so, ja, den Text kennen wir schon. Bla, bla, bla. Ordensfeste. Hat das Gräuberweib schon irgendwelche Hexereien versucht? Nein, Herr, sie steht einfach da und lächelt mir manchmal auf und zu. Das könnte ein Trick sein. Behalte es im Auge. Den Spruch kennen wir auch noch gar nicht. So. Jetzt bin ich den ganzen Weg wahrscheinlich umsonst gelaufen, aber hey. Erringe noch werfen! Na, mindestens 12 war's, ich war mir nicht mehr sicher. Ja, 12. Stufe, toll. Ey, wisst ihr was? Ich bin umsonst hierher gelaufen. Schmieden. Ach, ich hasse euch. Kenn ich doch alles schon. Hartholzschild, nee. Jetzt habe ich Geld.
nicht so teuer wäre, das gute Zeug. Wieso ist das gute Zeug immer so teuer? Hm? Könnt ihr einfach sagen, hey, Jungs der Außerwelle, hier, nimm all unser Zeug, das wir hier haben. Nein. Stattdessen, hier, ne, nimm, gar nichts. Ja, danke. Das ist egal, Trampel. Hat er auch irgendeine Funktion oder beleidigt er mich einfach nur? Mich zu beleidigen ist eine Funktion, nicht? Was hat er für eine Funktion? Ihr könnt mich einfach irgend so einen Typen hinsetzen, der die ganze Zeit mich beleidigt, ohne mir zu erklären, was für Funktion der hat. Doch, kann ich. Ach, halt's mal. Ich fange an, Selbstgespräche bei meinen Let's Plays zu führen. Hey. In Dings war das immer Ambers da, ne? Ja, wenn man sich selbst geredet hat. Selbstgespräche sind ein Anzeichen für Wahnsinn. Ich rede gerne mit mir selbst. Denjenigen, die die Götter vernichten wollen, machen sie zuerst verrückt, verrückt, verrückt! Ne, ich kann das nicht so gut nachmachen. Soll die jeder kennen. Also, das Spiel, wie das vorkommt. Wer es nicht kennt, der kennt's nicht. Der hat was verpasst. Yeah, einen Schenkel abzutrennen. Yeah, mach ich nachher Froschschuppe. Okay, dann sind wir ja hier erstmal fertig. Toll, Level 12. Was soll ich das hernehmen? Und wenn man Let's Plays immer gähnen ist immer gut. Nichts ist erregender als ein Let's Player, der die ganze Zeit gähnt und hustet und geistig völlig abwesend ist. Und achso, ja, den Spruch kennen wir alle schon. Wechsel die überhaupt nicht ab, ey, voll scheiße, ey. Kackspiel, ey. Wir speichern, weil ich's kann. So, ich wollte, Tür erst Olaf oder mach ich erst das Tor auf? Ich habe mir nämlich eine Strategie zurechtgelegt. Dein, Silan. War ein Witz. Dass er sich wie sich in die Stimme schmiegt. Er soll versuchen, es zu erlegen. Guck mal, Brunsch sagt einmal Fleisch ein. Ja, gleich wieder für sich selbst behalten. Wie? Ein verfressener Mistkerl. Oh, halt, Moment, ich verwechsel da gerade was. So. Tor. Stargate! Was ist da? Ein größter Wucht dagegen, dass das erschüttert werden kann. Ein Zauberkeim zur Hand zu rennen, so wird der Weg auch freigegeben. Jetzt muss ich mal wieder. Hölzerne Wuchtwaffe. Hölzerne Wuchtwaffe. Ein Holzhammer ist aus Holz? Das hätte ich jetzt vorhin nicht gedacht. Und wir speichern mal wieder. Und ich habe gespeichert. Schon wieder. So, also wenn ich das richtig sehe, muss ich dann draufkloppen mit Wuchtwaffen. Und dann Zauberkeim benutzen oder sowas. Ich teste es einfach mal. Ich kann auch eine Eule rufen. Kann die Eule da irgendwas tun dafür? Ich rufe es einfach mal. Kostet ja nix. Doch, ein Drittel einer Mana-Punkte. Weiter drauf. Nur nicht nachgeben! Ist doch bloß ein Steintor. Analyse hier mal hier, ne? Oder hätte ich die Klinge? Also ich klinge das nach Wuchtwaffe. Oder muss ich vielleicht so machen hier? Das letzte Mal ist es kaputt gegangen irgendwas. Was habe ich das letzte Mal gemacht? Ich soll mir vielleicht doch mal meine eigenen Let's Plays anschauen. Versuchen wir es eben so.
Ich geh schon kaputt, und Tor! Aber das ist mal ein interessantes Spiel, da kann man ein Tor mal kaputt machen und das. Muss nicht nur 10.000 Kilometer draußen drum laufen. Wie bei anderen Spielen. Hey, guck mal! Ein kleines Holztürchen! Oh, ja, dann können wir da nicht lang. Dann müssen wir diesen gigantischen Umweg nehmen. Durch die dunklen Höhlen der Verderbnis. Über die Burg der Verderbnis. Über die Wiesen der Verderbnis. Und dann müssen wir den Zombie-Lord der Verderbnis töten. Und danach das Heer der Verderbnis. Dann können wir das Meer der Verderbnis zu unserem Ziel fahren. Und zwar die dunkle Schattenfestung der ewigen Finsternis der Verderbnis. Verdammt, was mache ich jetzt anders? Ich muss nochmal... Oh, und ich klick. Was passiert, wenn ich Auto mache? Wäsche, Tusch. Ey. Wäre auch zu schön gewesen, wenn sie mir einfach diese letzte Lösung. Ich kann nur da angreifen, ne? Ich habe das letzte Mal anders gemacht. Ding. Ach! Scheiße, ein Gedächtnis als Sieb hat. Ein Sieb als Gedächtnis. Ja, ich siebe mit meinem Gedächtnis auch die Nudeln. Verein größter Wucht dagegen, dass Tor erschüttert werden kann. Oder muss ich hier Special Moves einsetzen? Hier, yeah, mein Special Move. Ich hab Special. Ich hab die Waffen gar nicht gewechselt. Ne? Waffenwechsel. Ich und Waffenwechsel. Pah. Ich kämpfe wieder Faust in dein Gesicht. Deine Mutter muss die Waffen wechseln. Wucht. You fail. Wucht. Donnerhammer. Aha. Es hat funktioniert. Ich bin so schlau. Ich hab's gleich beim ersten Mal rausbekommen. Geschlagenen. Muss ich jetzt irgendwas anderes machen? Rankenzunge. Wie viel kann ich? Lalala, Ellgriff auf einen Gegner. Dein das ist es nicht. Checker, was haben wir denn da noch so? Apropos, was haben wir überhaupt so dabei? Magietram, Gegengift, Schlagehalter, Gläswasser, Kräutersud. Raune? Nee, das ist auch nicht. Schlafwolle. Insekt, Wassereimer, Lähmschleim, Eichhörnchen. Ein neuer Druck, Gäste 50 HP? Was? Warum nicht benutze ich den? Lass mich raten. Lass mich... Nee. Ich hätte es gedacht. Moment. Moment, da stand doch Zauberkeim, oder? Leon, du bist blöd. Ein Zauberkeim zur Hand zu dann, so wird der Weg freigegeben. Ja, ich hab doch ein... Wie, so kann ich den nicht benutzen? Wenn du blöd bist! Ja. Ich glaub's gleich, dass ich blöd bin, aber... Was zur Hölle muss ich damit machen? Okay! Geil! Keine Panik! Wir kriegen die Aufnahmezeit schon voll, ne? Hätte ich vielleicht... Ist gar nicht... So, hauen wir erstmal hier die Säule kaputt, ne? Weil wir es können. So, und dann... Kann ich vielleicht nur... Tankruhen. Wer weiß, Tankruhen wieder. Oh Gott! So läuft das Spiel!
Mühe, Geld werden dich aufnehmen. Ach, Blödsinn. Du haust weiter mal dann drauf. Können wir das Ding eigentlich beklauen? Jetzt habe ich wieder Angriff gemacht. Ich mache irgendwas falsch. Irgendwas läuft hier suboptimal. Weiter drauf. Das bringt mich keinen Zentimeter weiter. Ich benutze diesen verkackten. Wahrscheinlich muss ich den gar nicht benutzen. Ich mache nur irgendwas total anderes falsch. Nein. Was mache ich falsch? Mich! Hört auf damit! Ich hasse es, wenn mich Spiele überfordern. Naja, was soll's. Was passiert eigentlich, wenn ich das zweimal mache? Ist da noch eine Auswirkung? Alter drauf! Wie ich es verstehe! Wird das noch weit dauern? Denn ich bin ziemlich blöd. Ach, du dummes Tor! Ich hieß einfach nicht. Nö. Hä? Wie muss ich das? Ich versteh's einfach nicht! Baggerlös! Verbuggt! Vor allem mit Größe Rot dagegen das Tor erschüttert werden kann. Ja, erschüttert hab ich's ja. Zauberkeim zur Hand zu dann, so wird der Weg auf freigegeben. Ja, Zauberkeim. Zauberkeim habe ich ja auch, nicht? Ich nicht? Chefchen? Aber wie benutzt ihr das Ding? Keine Ahnung, oder muss ich? Moment, was anderes versuchen? Ich hab da noch eine Idee! Gagastrich-ID. Nee, scheint's auch nicht zu sein. Ich versteh's einfach nicht. Nee, hä? Ich versteh's einfach nicht. Ist das ein Bug oder irgendwas falsch? Mach irgendwas falsch bestimmt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, muss ich da rausgehen und ihn dann ausrüsten. Ausrüsten, Laufschuhe. Wildwitzring, Bogenausrüstung, Wolfram. Bogen? Achso, für Wasser hier, ne? Ich denke mir schon, hey, Bogen schreibt doch nicht mit B. Was ist das überhaupt? Eine neue Drohkiste, bla bla bla. Ich komm drauf, Eichhörnchen zu essen! Ja, und wie benutze ich den? Will das ein Rollensturm oder ein Feind? Dieses Blattzeichen hat doch irgendwas zu bedeuten, bestimmt. Neulung! Ich kapier's nicht. Das übersteigt mein Verstand. Ich muss ihn erweitern mit einer Komplettlösung, ey! 5,59 am Kiosk. 5,59 vor allem. Nicht 5,95, nein, 5,59. Kostet nicht 3 Mark, kostet nicht 2 Mark, kostet nicht 1 Mark. Kostet 12 Mark. So. Gott! Ich weiß doch, gegen was er immun war. Bla bla bla. Hättest du einschleifen wollen, hefter Dach, ich will das. Beim Güldenen, ich verstehe kein Wort. Das hätte mich auch gewundert. Also, das dann. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich ihn anders geredet. Geredet, ich habe ihn geredet anders bei mal letzte. Äh.
Fail? Hab mir voll den Arsch aufgerissen. So, ich glaube, hier brauche ich die, ja. Vino, warte nun, wo denn? Überraschung! Lass drauf! Was ist davon aus? Hab ich eigentlich schon mal vorgelesen. Diebstahl. Yeah, ich hab Olas Filole! Ich voll krass Deutsch, Checker, voll total und so. Macht das schon mal ordentlich Schaden hier, ne? Der haut drin! Der haut drin, sag ich nur. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Analyse! Zack. Olaf Schild, Stärken, Klinge, Luft, Schwäche, Wucht, Feuer. Ich hab schon wieder die falschen Waffen. Schwäche, Wucht. Ich hätte natürlich auch einfach weitermachen können. Ach, Ivo! Prinzip. Wie kann der überhaupt aufwachen? Wenn man die Waffen wechseln will, was sollte man tun? Richtig, die Waffen wechseln. So ein Unsinn. Ja, es wird nie langweilig, diesen Kampf, diesen Startbildschirm zu sehen. Denn mehr seht ihr von diesem Kampf nicht. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er irgendwie hier so. Schauen wir mal, was der macht. Null? Hab ich was falsch gemacht? Ich hab falsch gelesen, richtig. Ich catch hier was ganz was anderes. Oh nein. Weil es so schön ist, hey! Ich trinke erstmal einen Schluck aus meiner Milch-Bananensaftmischung. Ah, möglichst lauter, damit ihr auch was davon habt. Dass ich die immer wieder herbeirufen muss, ist doch nervig. Das nervt total. Das ist doch Geschichte hier. Boah, haut voll mir auf die Fresse. So, also ich habe wie gesagt hier mal so kurz gelesen und so, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, also da hat einer, ich weiß gar nicht, wie der heißt, gepostet über den besten Sieg. Ja, hat mich recht wenig interessiert, weil das steht nämlich auch in dieser Textdatei. Also ist eine Textdatei, im Spiel ist eine Textdatei dabei. Da steht auch drin, wie man da am besten gegen vorgeht. Das ist so theoretisch. Wenn ich ein Schild abonniere, dann würde ich leid tun. Für euch das. Lerne mich kennen. Ja, hallo. Ach, die ist paralysiert oder so. Das ist effektiv. Kunst. Das ist auch so mit Steinhagel. Ein Analyse. Also was will der? Was will der? Was will der? Ich hab jetzt Wucht. Also Waffen wechseln. Nee, Moment, ich hab jetzt. Was bin ich jetzt ausgerüstet? Mit Wucht, oder? Nee, mit Klinge. Also brauche ich jetzt Wucht. Was? Oh, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das leicht verwirrt. Mit leicht verwirrt war nicht total verwirrt. Mach den Wasser auf. Das macht dir mal total gar nichts. Ach, wechseln wegen lustig die Waffen hin und her. Oh, meine Eule ist tot.
Oh, meine Eule ist tot. Ein Hoch auf Heiltränke. Ein Hoch darauf, dass ich die falsche Waffe genommen habe. Bei Klinge hätte bleiben sollen. Ich höre mich gerade. Ja. Wieso habe ich die Waffe gewechselt? Wieso? Bin ich total bescheuert? Honk, du kennst die Antwort. Halt's Maul! Hab ich jetzt mit ihm wieder die richtige? Ich hab mit ihm wieder die richtige. Wie viel HP hatte er? Viel, nicht? Nein, noch mehr! Sie macht gerade am meisten Schaden. Da. Das hat Eindruck auf ihn gemacht. Da war er richtig platt. Der darf auch echt oft angreifen, oder? Dann will ich nur ein. Und wieso lädt sich Brunnet auf? Hä? Ach, jetzt? Oh, wir haben Zeit. Keine Hektik. Keine Hektik. Und warum habe ich so die ganzen starken Heiltränke her? Wo habe ich die her? Hä? Wo habe ich die denn alle her? Egal. Verfeuern wir sie alle. Oh, ich sollte vielleicht mal die Waffen wechseln mit ihm. Bloß nicht! Lass es bleiben!